was man mit Worten nicht zu sagen vermag. Bei ihrem Frühlingskonzert zeigte die Stadtmusikkapelle Schladming im Kongress einen Querschnitt durch das 175-jährige Bestehen. Ein vollbesetzter Saal lauschte eben jenen Klängen, die keiner Worte bedürfen. Herwig Hoffmann führte mit einer launigen Moderation durch einen Querschnitt der letzten 40 Jahre Musikgeschichte der Stadtkapelle Schladming. Und zum 40. Wunschkonzert recht herzlich begrüßen. Den perfekten Rahmen schuf das Frühlingskonzert für die Auszeichnungen der erfolgreichen Jungmusiker der Stadtkapelle Schladming. Wir von der Stadtkapelle hoffen natürlich, dass das in dieser Tonart weitergeht, dass laufend junge Musiker zur Stadtkapelle dazukommen. Wenn man so aufschaut auf die Bühne, also es sind wirklich, Gott sei Dank, schon sehr, sehr viele. Bürgermeister Jürgen Winter zeigte sich stolz und erfreut, dass Einheimische und Musikerkollegen aus allen Ortsteilen der Gemeinde Schladming sowie dem Enstal dem Konzert lauschten und so die großartigen Leistungen der Musiker wertschätzten. Naja, als Bürgermeister ist es für mich eine riesengroße Freude. Stadtkapelle Schladming, 175 Jahre Jubiläum und also ein Konzert im Kongress Schladming, wo so viele Menschen aus der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, auch den Klängen unserer Musik lauschen. Und ich bin überzeugt davon, dass sehr, sehr viele Vereinsmitglieder der unterschiedlichsten Vereine und auch die Vorstände mit dabei sind, weil wir sehr froh sind, dass wir mit der Trachten Musikkapelle in Biechl und mit der Stadtkapelle, die eben das Jubiläum heuer feiert und heute das große Konzert hat, schon sehr gute Möglichkeiten haben, unsere Feste zu umrahmen und musikalisch auch entsprechend auszugestalten. 44 Musiker und 4 Marketenderinnen machen diesen starken Klangkörper in Schladming aus. Der älteste aktive Musiker ist 76 Jahre, der jüngste 12 Jahre alt. Eine funktionierende Symbiose der Generationen und ebenso der perfekte Anlass, um verdiente Musiker innerhalb der Kapelle zu ehren. Bezirksobmann Diplom-Ingenieur Josef Bilz unterstrich einmal mehr, wie wichtig die Vielfalt der Musik als Grundstein des Erfolges sind. Es ist schon ein Markenzeichen auch unserer Blasmusik im Enstal, diese Universalität. Sie haben es erwähnt, es sind diese Verschiedenartigkeit an Stücken von Walzer, Märschen bis zu Ouvertüren hinauf. Und das ist auch ein Grundstein unserer Erfolge. Freude und Erleichterung gemischt mit Stolz auf seine Musiker vermischen sich für Kapellmeister Hannes Moser nach dem Konzert. Wohl wissend, wie viel jeder einzelne Musiker am Weg zur Aufführung leistet. Wir haben circa bei den 30 Proben jetzt gehabt vor dem Konzert und haben in den letzten Wochen zweimal wöchentlich, also wir haben letzte Wochen haben wir am Pfingstmontag, am Freitag, Pfingstmontag, am Donnerstag Generalprobe, heute das Konzert. Obmann Wolfram Siegmund fasste final die Arbeit für die Stadtkapelle zusammen, denn nur mit Fleiß, Teamarbeit und Gemeinschaftsgeist gelingt die perfekte Harmonie. Ja, das stimmt durchaus. Ich meine, so ein Verein zu führen, unter Anführungszeichen, ist immer ein Thema, das sehr aufwendig ist, auch zeitintensiv. Gott sei Dank haben wir sehr viele Funktionäre, die mithelfen und zum Glück auch wirklich fleißige Musikerinnen und Musiker, die uns da unterstützen und auf die man sich wirklich verlassen kann. Einhellig begeistert zeigte sich das Publikum. Musik verbindet und Musik verzaubert. Und Musik kann wirklich ausdrücken, was Worte nicht sagen können. Das Konzert gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also es ist ein total abwechslungsreiches Konzert mit vielen Stücken, die man nicht so oft hört. Und für mich wirklich sehr, sehr interessant und kurzweilig. Gefällt mir gut. Ja, sehr gut hat es mir gefallen. Ja, wirklich großartig. Ja. Der Ansauger ist auch picobello. Gut. 175 Jahre gibt es die Stadtkapelle Schladming. Mit ihrem Frühlingskonzert hat ein starker Klangkörper bewiesen, dass Musik keine Grenzen setzt. Mit ihren vielfältigen musikalischen Darbietungen haben die Musiker an diesem Abend alle Besucher frohen Herzens in die Nacht entlassen.